Ja, mit dem Schub der Notenbanken ging es hier an der Frankfurter Börse deutlich rauf, wie auch global betrachtet die Aktienmärkte ordentlich zugelegt haben. Aber wir sehen auch jetzt schon, wo sich die Woche dem Ende nähert, dass die Erholung sehr fragil war. Und wer Optionsscheine hat, hat zum Teil deutliche Verluste verbucht. Wie kann das aber sein? Das bespreche ich jetzt mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Sie sind mir telefonisch zugeschaltet. Ja, schönen guten Tag, Frau Erhardt. Schöne Grüße aus dem Homeoffice vom Niederrhein. Ja, gesund bleiben ist die Devise und an den Märkten ist die Gesundheit ja von sehr, sehr, sehr kurzer Dauer gewesen. Der DAX lugte mal über die 10.000-Punkte-Marke. Von Trendwende reden wir hier also noch lange nicht, denn inzwischen bröckeln die Kurse wieder. Ja, also man kann schon sagen, dass der DAX weiterhin in einer fragilen Verfassung ist. Also dieser Sprung über 10.000, das war natürlich, manche dachten schon, das wäre der Erholungsschlag, aber dem ist nicht so. Das war nur ein kurzes Spiel und Anleger sollten jetzt besonders eine Marke sich merken, das sind die 10.279. Das ist das Tief aus dem Dezember 2018, wir erinnern uns vielleicht noch. Wenn wir darüber gehen, dann sieht das Ganze schon wieder besser aus, das Chartbild. Aber das ist schon ein ganz schöner Sprung, den der DAX da machen muss. Und nach unten hin, wo wir auf keinen Fall mehr runtergehen sollten, das war so die Kurslücke 9070, 9100 Punkte. Wenn es da runtergeht, dann sind wir wieder zurück, wirklich im Krisenmodus, wie wir ihn auch vor einer Woche in etwa hatten. Was wir aber auch sehen, ist, dass die historisch hohe Volatilität wieder ein Stückchen zurückgegangen ist. Welche Auswirkungen hat das gerade am Zertifikatemarkt? Ja, die Volatilität, also sie ist ja, wenn man überlegt, Anfang März lagen wir circa bei 30 im VDAX New, dann haben uns verdreifacht auf 90 gestiegen. Das war am 16. März, das war so das Hoch. Aktuell sind wir bei 60, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was bedeutet das? Das bedeutet so, dass man Schwankungen erwartet von circa aktuell 17% auf die nächsten 30 Tage im DAX. Also das ist alles andere als ruhig. Und was bedeutet das auf dem Zertifikatemarkt? Nun, es gibt Zertifikate, die verkaufen Volatilität und es gibt Zertifikate, die kaufen Volatilität. Und je nachdem, auf welcher Seite man dann steht, war man eben eher auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite. Mhm. Wer waren die auf der Verliererseite? Das waren die mit den Optionsscheinen, richtig? Das ist richtig, weil der Preis eines Optionsscheins, der bedingt sich durch die Volatilität und je mehr Schwankung da ist, desto mehr Chancen gibt es natürlich auch. Im Umkehrschluss muss aber dafür natürlich der Anleger dann auch mehr bezahlen. Das heißt, gerade bei diesen hohen Volatilitäten sind Optionsscheine natürlich besonders teuer geworden. Mhm. Dann sagt man, Optionsscheine sind dann schnell auch aus dem Geld. Was bedeutet das? Ja, aus dem Geld heißt das ist so ein bisschen, wenn man einen Optionsschein kauft, dann reicht es nicht einfach nur zu sagen, ich kaufe beispielsweise einen Call-Optionsschein und setze auf steigende Kurse, sondern ganz entscheidend ist auch, welches Kursniveau, welcher Basispreis dieser Optionsschein hat. Und wenn man dort, sage ich mal, vielleicht zu optimistisch ist, um es so auszudrücken, dann kann es sein, dass man, nehmen wir das Beispiel, Sie würden jetzt einen Optionsschein DAX kaufen, vielleicht mit einem Niveau von 15.000. Dann ist das natürlich schon eine Herausforderung, dass der Markt wirklich so hoch steigt. Und dann reicht es halt nicht, wenn der Markt beispielsweise von 9.000 auf 9.300 steigt, dass dieser Optionsschein wirklich positiv darauf reagiert hat. Um mal einen Vergleich zu machen, vielleicht nehmen Sie es wie eine Fußballwette. Sie setzen auf Ihre Fußballmannschaft, aber Sie setzen nicht darauf, dass die Mannschaft gewinnt mit 1 oder 2:0, sondern Sie sagen, sie soll 7:0 gewinnen. Das ist natürlich, da hilft es auch nichts, wenn es am Ende 6:0 ausgehen würde, im besten Fall oder im schlechtesten Fall. Das reicht halt nicht. Und das ist ein Fehler, den viele Optionsscheinkäufer machen, dass sie Basispreise wählen, die zu weit oder zu hoch liegen und dann im entsprechenden Fall durch den Rückgang der Volatilität trotzdem Verluste machen, auch wenn sich der Basiswert in die richtige Richtung entwickelt. Also Basispreis muss zur eigenen Marktmeinung passen, aber die Volatilität, die kann man ja bei der Auswahl eines Optionsscheins nicht vorhersehen. Also wonach konzipiere, wähle ich denn dann jetzt meinen Optionsschein in Gänze, damit es eben keinen Verlust gibt? Ja, kein Verlust ist natürlich schwierig, aber wenn Sie einen Optionsschein kaufen, die Emittenten geben immer das Aufgeld oder an. Den Zeitwert kann man auch sagen, oder den Zeitwert. Das ist das, was man sozusagen an Prämie zahlt, gerade aktuell aufgrund beispielsweise der Volatilität. Und dann kann man sich einen leichten Dreisatz ausrechnen, wie hoch muss denn beispielsweise die Aktie oder der Index steigen, damit ich überhaupt diesen Zeitwert, also das, was ich jetzt an Prämie zahle,
am Ende erhalten kann. Und wenn dann die Rechnung beispielsweise ist, dass die Aktie sich erstmal verdoppeln müsste zum Laufzeitende, dass ich wirklich auf der Gewinnerseite bin, dann muss ich auch wirklich diese Erwartung haben. Und viele Anleger sagen, nee, ich gehe ja gar nicht davon aus, dass es verdoppelt. Ich gehe nur davon aus, dass es sich vielleicht ein bisschen erholt. Und dann sollte man entsprechend defensiver sein. Also man sollte sich genau das Aufgeld anschauen, dass ich mal ausrechnen, was bedeutet das denn für meinen Optionsschein? Wo müsste am Ende der Kurs denn dieser Aktie oder des Index stehen? Und das in Relation setzen. Da helfen auch gerne die Emittenten, rufen Sie da gerne mal an, das wird dann erklärt. Und wenn man das dann hat und dann wirklich mal in Euro oder Punkten hat und dann zu dem Ergebnis kommt, dass der DAX beispielsweise bei 15.500 im Juni stehen müsste, dass man wirklich auf der Gewinnerseite ist, dann stellt man sich vielleicht die Frage, ob man da nicht ein bisschen zu optimistisch ans Werk geht. Also auch auf das Aufgeld kommt es an. Matthias Hüppe, vielen Dank. Gerne. Ja, volatile Märkte. Der DAX sollte über 10.200 steigen, damit es wieder signifikant auswärts geht, sagt die Charttechnik. Matthias Hüppe sagt, das Risiko bei 9.100 bleibt auch auf der Unterseite. Nicht zu unterschätzen, gerade für einige Optionsscheine oder überhaupt für Optionsscheine ist die Volatilität. Die kann dazu führen, dass auch Optionsscheine, obwohl die Märkte steigen, obwohl der Basiswert steigt, im Minus sind. Matthias Hüppe sagte, da muss man nochmal gucken, passt der ausgewählte Optionsschein überhaupt zur eigenen Marktprognose und wie hoch ist das Aufgeld, um das Ganze überhaupt abzusichern.